Hallo und begrüße Sie ganz herzlich. Heute will ich aus dem aktuellen Anlass unsere Lang-Covid-Serie, wie besprochen, fortsetzen. Beim letzten Teil habe ich versprochen, dass ich langsam auf die vorhandenen Therapieansätze bei Lang-Covid eingehe. Es wird sich vieles ändern, es kommen neue Entwicklungen, die Forschung wird uns neue Wege zeigen, zumindest ich hoffe das. Und ich werde Sie dann dabei auch auf dem Laufenden halten. Das heißt, was ich heute sage, ist nur ein Anfang, aber wir werden uns alle Forschungsergebnisse anschauen, ganz intensiv, das verspreche ich, weil ich sehe, welche Ausmaße diese Krankheit jetzt annimmt und Sie immer mit den neuesten Erkenntnissen versorgen. Aber zurück zu Long-Covid, ja? Also das beschäftigt mich jetzt Tag und Nacht. Und ich zerbreche mir den Kopf und habe mir gedacht, ja, wie kann man Long-Covid jetzt behandeln? Wir sehen, dass Long-Covid wirklich verheerende Auswirkungen hat. Aber die Behandlung gestaltet sich natürlich als sehr schwierig, weil diese Krankheit so viele verschiedene Facetten hat. Von Haut- und Gelenksproblemen wie bei Rheumapatienten bis hin zu Herzmuskelentzündung. Also das Spektrum ist unglaublich groß. Und die Frage, die mich sehr beschäftigt hat, war, worauf soll man sich konzentrieren? Was ist eigentlich die Wurzel oder wahrscheinlich die Wurzel aller dieser Probleme? Was ist der kleinste Nenner? Unlängst hat das Gespräch mit einer Patientin mich auf die richtige Spur gebracht. Ich habe die Patientin gefragt, beschreiben Sie mir Ihre Probleme. Und sie hat gesagt, was mich am meisten fertig macht, ist diese extreme Müdigkeit, ist diese Energielosigkeit. Und dann habe ich nicht losgelassen, habe ich gesagt, dieser Müdigkeit. Können Sie mir, dazu muss ich sagen, eine junge Patientin, die vorher diese Probleme nicht kannte und völlig aktiv war. Und dann habe ich gesagt, beschreiben Sie mir irgendwie Ihre Müdigkeit. Und dann hat sie gesagt, das war für mich der Aha-Effekt, kennen Sie das, wenn Ihr Handy alt wird und Akku schwach wird? Sie laden den Akku auf und telefonieren nur 5 Minuten und Akku ist wieder leer. So fühle ich mich. Ich lege mich hin, ich schlafe 2, 3 Stunden, arbeite nur 20 Minuten und dann muss ich mich wieder hinlegen. Dieser Vergleich mit einem alten Handy, mit einem schwachen Akku, war für mich absolut einleuchtend. Das war, wie gesagt, das Aha-Erlebnis. Da habe ich es mir plastisch zum ersten Mal vorstellen können, wie die Menschen mit Long-Covid sich fühlen. Ich glaube, viele von Ihnen können das nachvollziehen. Ich habe gewusst, das Hauptproblem ist Energieverlust, Energielosigkeit. Wir reden einfach über Energie, ja? Ich bin energielos. Aber was ist eigentlich die Energie in unserem Körper? Ich meine, biochemisch gesehen, wissenschaftlich gesehen, nicht was wir fühlen, was wir spüren, sondern was entsteht und was messbar ist. Das ist natürlich klar, dass die Energie hauptsächlich über Nahrungsmittel, Fett, Kohlenhydrate und so weiter dem Körper zugeführt wird. Aber Nahrung ist Rohstoff. Rohstoff muss in eine aktive Energieform verarbeitet werden. Das gleiche gilt für Benzin. Sie können mit Benzin allein nicht weiterkommen im Leben. Benzin muss in einem Verbrennungsmotor verbrannt werden und in einer verwertbaren Form von Energie umgesetzt werden, so das Auto weitergeht. Auch der Fluss hat viel Energie, aber erst wenn dieser Fluss mit einer Turbine in Berührung kommt, wird elektrische Energie, also einer Form, wie wir das verbrauchen können, entstehen. Der Verbrennungsmotor in unserem Körper, dachte ich mir, das ist wahrscheinlich der Schlüssel oder die Verbrennungsmotoren. Viel besser gesagt, die Düsentriebwerke unseres Körpers. Welche Zellorganellen verwandeln Nahrungsmittel, sprich Fett und Kohlenhydrate,
in eine brauchbare Energieform, die unser Körper verbrennen kann. Und wie heißt auch diese Energieform? Die Zellorganellen, die die Energie in unserem Körper produzieren, beziehungsweise unsere Düsentriebwerke, sind die sogenannten Mitochondrien. Mitochondrien sind unsere Energiehersteller, unsere Verbrennungsmotoren. Ohne Mitochondrien sterben wir innerhalb kürzester Zeit. Diese Organellen sind extrem kompliziert gebaut, haben eine sehr große Effizienz, was Energiegewinn angeht, und sind für das Leben mehr als notwendig. Und die Energieform, die die Mitochondrien produzieren, nennt sich ATP. ATP ist die Abkürzung für Adenosintriphosphat. Das ist die Energie, die Sie spüren. Haben Sie sehr viel ATP, haben Sie wahnsinnig viel Schwung. Sie können Berge versetzen. Genauso, wenn Sie einen vollen Tank haben und können Vollgas auf der Autobahn fahren. Wenn der Tank leer ist, nur 5 Liter drinnen ist, können Sie auch nicht Vollgas fahren und merken, wie die Leistung nach und nach durch und durch verloren geht. Und ich habe bei dem letzten Teil schon gesagt, die Forschung zeigt definitiv, dass die Mitochondrien sozusagen das Haupttarget von Covid sowohl in der akuten Phase als auch bei Long-Covid sind. Die Energieherstellung im Körper wird gedrosselt. Ich habe viele Vorträge inzwischen mir angeschaut und viele Arbeiten gelesen. Bei allen diesen Vorträgen, bei diesen Laienvorträgen, versuchen auch die Vortragenden Mitochondrien Bilder zeigen und die chemischen Vorgänge, die biochemischen Vorgänge der Energieherstellung zeigen, das ist kompliziert und auch nicht sehr relevant für uns, für unser Thema. Ich versuche das mit Vergleichen allen zu zeigen, damit man ohne jegliche biologische und biochemische Erkenntnisse das auch realisieren kann. Die Mitochondrien, wie gesagt, sind Verbrennungsmotoren. Wie jeder Verbrennungsmotor verbrauchen sie Sauerstoff. Da gibt es keinen Unterschied zwischen unseren Mitochondrien, die Turbinen von einem Düsenflugzeug. Sauerstoff. Ohne Sauerstoff keine Verbrennung, ohne Verbrennung keine Energie. Also unter Verbrauch von Sauerstoff entsteht ATP, unsere Energieeinheit. Wenn Sie sich alle diese Verbrennungsmotoren natürlich anschauen, sie erhitzen sich. Und wenn der Motor nicht ein Kühlungssystem hat, geht der Motor bald ein. Das heißt, Sauerstoff ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann also unter Verbrauch von Sauerstoff Energie gewinnen, aber das erhitzt auch den Motor. Es muss der Motor abgekühlt werden. Ein Kühlungssystem ist ganz wichtig. Das gleiche gilt auch für unsere Mitochondrien. Aus Sauerstoff werden in den Mitochondrien sogenannte freie Sauerstoffradikale gebildet, die zu einem Prozess der Zerstörung führen, den man in der Medizin und in der Biologie als oxidativer Stress bezeichnet. Die Mitochondrien und unser Körper oxidieren. Der oxidative Stress ist, wie gesagt, ein sehr komplizierter biochemischer Prozess. Aber damit man sich so richtig veranschaulichen kann, wie schädlich das ist, brauchen Sie sich nur das Eisen anschauen. Was passiert mit Eisen, wenn Eisen ungeschützt mit Sauerstoff in Berührung kommt? Rost. Eisen verrostet und zerfällt. So ein robustes Metall zerfällt nur durch die Berührung mit Sauerstoff. Und der Prozess heißt ja nichts anderes als Oxidation. Das ist ein oxidativer Stress, wenn Eisen rostet. Und das passiert auch in unserem Körper, wenn wir durch Sauerstoffverbrennung Energie gewinnen. Der oxidative Stress schwächt unsere Mitochondrien. Es ist auch diese Mitochondrien, die schwächer werden und mit der Zeit an Stärke verlieren, also dieses Schwachwerden von Mitochondrien ist auch einer der Hauptgründe für Alterungsprozesse und prinzipiell für Müdigkeit und Energielosigkeit. Okay, soweit so gut. Nur jeder fragt sich, was hat es eigentlich mit Long-Covid zu tun? Ich habe bei einem meiner ersten Videoclips, bei dem ich versucht habe,
Damals, als es noch keine Medikamente, Impfung und so weiter gegeben hat, habe ich allen unseren Zuschauern und Zuschauerinnen empfohlen, Antioxidantien wie Vitamin C, N-Acetylcystein und so weiter zu nehmen, um Covid vorzubeugen und auch den Krankheitsverlauf zu mildern, als es damals noch nichts gegeben hat. Und dann dabei habe ich dir geschildert, dass einer der Hauptmechanismus, warum diese Krankheit so gefährlich ist, ist, weil dieses Virus in unserem Körper einen ungeheuerlichen oxidativen Stress auslöst, in einem Ausmaß, das wir bis dorthin nicht gekannt haben. Ich habe auch bei dem Video, glaube ich, beschrieben, dass diese freien Sauerstoffradikale, dass der oxidative Stress die Gefäßwand bei uns angreift und dazu führt, dass Gerinnungssystem durch die Verletzung der Gefäßwand aktiviert wird und da entstehen Mikroembolien, also Blutgerinnsel, die dann in die Lunge gehen, Lunge verstopfen und die Probleme machen. Also der oxidative Stress ist einer der Hauptmechanismen, warum Covid-19 in der Akutphase so gefährlich ist. Und offensichtlich dieser oxidative Stress bewirkt auch die Langzeitschäden, weil es auch nicht nur in der Akutphase wird unsere Lunge verstopft, unsere Nieren, unsere Organe und ist tödlich in der chronischen Phase oder Post-Covid-Phase, nach Covid, in der Lang-Covid-Phase. Durch das Wirken von diesem massiven oxidativen Stress kommt es zu einer Schwächung der Düsentriebwerke von uns. Wir haben keine Energie. Denken Sie, Handy mit einem schwachen Akku. Jeder fühlt sich genauso, egal wie die Symptome sonst sind. Das ist einer der wichtigsten Therapieansätze. Aber nicht so, wie Sie wahrscheinlich sich jetzt gedacht haben. Ich werde jetzt nicht wieder eine Reihe von Antioxidantien aufzählen, um zu sagen, wenn man sie nimmt, werden die Mitochondrien wieder quasi gesund und funktionieren. Das haben wir auch in früheren Zeiten schon vor der Covid-Erkrankung gedacht, weil viele Erkrankungen mit Schädigung der Mitochondrien einhergehen und dachten, durch die Zufuhr und Gabe von Antioxidantien können wir die Mitochondrien wieder stark und leistungsfähig machen, was nur marginal, nur am Rande vielleicht gelungen ist, aber ein Durchbruch waren die Antioxidantien in dem Fall nicht. Was nun?